Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's wieder, euer Bakashi, und gemeinsam gehen wir die Global Lab Patch Notes vom 27.08.2021 im BDO durch. Samina mina, ee, waka waka ee, Samina mina, sankaleva, this time for Waka Yoshi. Global Lab ist der offizielle Testserver von BDO, und das, was hier veröffentlicht wird, kann in einer Woche entstehen auf dem Retail-Server oder erst in mehreren Wochen. Man weiß es nicht. Da der Patch relativ spät veröffentlicht wurde, ist BD Foundry noch nicht hinterhergekommen, und deswegen schauen wir uns hier die schlecht übersetzte offizielle Website an. Der Global Lab Patch ist heute sehr übersichtlich und vor allem Live-Skiller freundlich und orientiert. Die krasseste Änderung, die es für Live-Skiller geben wird seit langem, ist, man kann endlich Kochnischen und Alchemienischen reparieren. Wir haben momentan im BDO auf dem Retail-Server in EU, ich weiß jetzt nicht, ob es auch in anderen Servern so ist, eine Knappheit an diesen Koch- und Alchemienischen. Und sie fügen bald, schon hoffentlich sehr bald, die Option ein, dass man fortgeschrittene und exzellente Koch- und Alchemienischen reparieren kann. Fortgeschrittene Koch- und Alchemienischen sind die mit 900 Haltbarkeit, die eure Zeit um eine Sekunde verringert. Und die exzellenten Nischen sind die gleichen, nur mit 5000 Haltbarkeit. Also genau die, die wir auch unbedingt haben wollen, um zu kochen oder Alchemie zu betreiben. Hierfür müsst ihr also zukünftig nur noch eine Nische installieren in eurem Haus. Und wenn die Haltbarkeit runter ist, könnt ihr zur Nische hinlaufen und dort mit der Schaltfläche mit dem Hammer interagieren. Hier mit F4 gekämpft, hier mit F5 gekennzeichnet. Also gibt es so gesehen vier Nischen, die repariert werden können. Die fortgeschrittene Kochnische, die exzellente Kochnische, die fortgeschrittene Alchemienische und die exzellente Alchemienische. Für diese vier verschiedenen Nischen braucht man dann ein entsprechendes Tool. Dieses Tool erhalten wir dann von den jeweiligen NPCs. Was diese Tools genau kosten, kann man hier noch nicht so richtig erkennen, aber hier steht, dass man sie von diesen NPCs in Velia, in Kalfion, in Heidel, in Altinova, in Valencia, Grana bekommen kann oder vom wandernden Alchemisten, was immer das auch meinen mag. Meiner Meinung nach eines der krassesten Änderungen, und ich wünsche und gönne es diesen Live-Skillern auch vor allem, ne, die Bücker, die Roleplayer, die geliebten Flücker. Viel Spaß beim Kochen und Alchemie betreiben. Eine Community voll von Live-Skillern, voll von Roleplayern, voll von Arschlöchern. Liebe geht raus. Und als sei das noch nicht alles für Live-Skiller, gibt es eine weitere sehr schöne Änderung für Live-Skiller, und zwar für die Barterer, also für die Warentauschbetreibenden. Diese Änderung ist extrem nice und verbessert auf jeden Fall die Übersicht. Es wurden zwei neue Filter und eine weitere Funktion hinzugefügt. Der eine Filter zeigt uns als erstes, welche Tauschvorgänge wir unternehmen können. Von Stufe 0 zu 1, von Stufe 1 zu 2, von Stufe 2 zu 3 und so weiter und so fort. Der zweite Filter, noch viel krasser, zeigt uns, wie viele wir von diesen jeweiligen Items bekommen. Ist es ein 1 zu 1 Trade, ein 1 zu 2 Trade oder ein 1 zu 3 Trade? So könnt ihr hier bei diesem GIF sehen, dass hier eingestellt wurde, wir wollen nur Tauschhandel zwischen 1 zu 2 sehen. Also Tierstufe 1 Handelsgut zu Tierstufe 2. Und anschließend können wir sogar sehen, wie es ist, wenn wir dort noch den Filter setzen, dass wir lediglich 1 zu 3 Tauschhandels sehen wollen. Wo wir so gesehen ein Item der vorherigen Stufe in 3 Items der nächsten Stufe eintauschen können. Mit der Schaltfläche, die aussieht wie eine Zielscheibe, können wir sogar die nächstgelegene Insel suchen, die am nächsten zu uns steht. Als sei das noch nicht schon genug, Leute, gibt es auch noch weitere Änderungen, um das Bartern noch angenehmer zu gestalten. Und zwar können wir jetzt in dem Warentauschdialog direkt auf die Items raufklicken und kommen somit direkt in den Marktplatz und können dort alles kaufen oder überprüfen, ob die Waren vorhanden sind. Das geht nicht nur im Dialog, sondern funktioniert ebenfalls auf der Map, wenn ihr auf die Items direkt draufklickt. Indirekt ist das jetzt ein kleiner Barter-Buff, da man so viel schneller unterwegs ist. Aber im Grunde sind das eigentlich nur Quality of Life Changes. Das war's so zu den Live-Skillern. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu ein paar allgemeinen Änderungen. Schon extrem lange erwartet, aber erst so spät hinzugefügt, aber lieber später als nie, ist die Änderung bezüglich der schwarzen Portale, die wir manchmal in der Wüste von Black Desert sehen. Jeder ist mal bestimmt von euch durch die Wüste gelatscht, auf dem Weg nach Valencia oder wo auch immer, und hat sicherlich diese dunklen schwarzen Portale gesehen. Aktuell sehen alle so aus, wie ihr da oben sehen könnt. Diese Portale führen uns dann entweder nach Histria
oder nach Akman, zwei Grindspots der mittleren Stufe. Durch eine Questreihe, die wir beim Alchemisten Karashu in Sandkorn Bazaar beginnen, kann man wohl scheinbar bald diese Portale unterscheiden. Und zwar, wenn man diese Quest abgeschlossen hat, sehen wir unten, dass um dieses schwarze Portal ein goldener Schimmer zu sehen ist. Jene schwarzen Portale mit diesem goldenen Schimmer sind die Portale, die uns nach Histria führen. Somit sind die schwarzen Portale, die diesen Schimmer nicht besitzen, die Portale, die uns nach Akman führen. Oh mein Gott! Kein wildes Ausprobieren mehr, wir können gezielt nach Akman oder Histria wandern. Jeder kennt's von euch. Wir haben teilweise Stunden damit verbracht, um in einen bestimmten Ort zu gelangen. Entweder Akman oder Histria. Wenn ihr nach Histria wolltet, seid ihr immer 8-mal nach Akman gekommen. Wenn ihr nach Akman wolltet, seid ihr 28-mal nach Histria gekommen. Jeder kennt das Problem, jeder. Die nächste Änderung betrifft die Pen-Schmuck-Daily. Es gibt verschiedene Quests täglich, die ihr machen könnt, um an diese Schwarzsteinpulver ranzukommen. Lifeskill-Quests geben euch ein Schwarzsteinpulver, Grind-Quest zwei Schwarzsteinpulver. Mit dieser Quest kommt ihr am Ende zu einem mehr oder weniger kostenlosen Pen-Schmuck-Item. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab, da habe ich mal einen kleinen Kurzguide dazu hinzugefügt. Diese Grind-Quests wurden um einige weitere Grind-Quests erweitert. So kann man nun entweder jetzt auswählen, dass man täglich 3000 Monster töten will, egal welche, ist natürlich mehr, als wenn wir lediglich eine History-Quest annehmen, wo wir 1500 töten müssen. Aber so sind wir nicht mehr an einen Spot gebunden und können selber frei entscheiden, wo wir grinden wollen. Können also zwischendurch mal den Grindspot variieren und trotzdem die Quest abschließen. Man kann wöchentlich den Dungeon Attraktion ein- bzw. zweimal betreten und sowohl für den Normal Run als auch für den Elvia Run gibt es ebenfalls eine Quest, und zwar besiege Okius, das ist der Endboss in diesem Dungeon. Weitere drei Dailies, die sich auf Drigan beziehen. Ihr könnt jetzt nun auch Kaktums, Shirikans bei Tag oder Cheetah-Monster ebenfalls verprügeln, um jeweils zwei dieser Schwarzsteinpulver zu erhalten. Kommen wir zum letzten Thema und damit auch zu meinem Lieblingsthema, Kappa, nämlich Node Wars und Siege Wars. Das ist aber eine echt krasse Änderung, denn es wird vieles strategisch ändern. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es seit kurzem in den Siege Wars neue Belohnungen, die PvP so richtig wieder krass lohnenswert machen. Aktuell kann man Kalfion, Medea und Valencia einnehmen. Das sind die jeweiligen drei Castles, die man samstags einnehmen kann als Gilde. Und es gab drei verschiedene Belohnungen. Einmal für die Gewinner, einmal für die Verlierer und für den Fall, dass niemand gewinnt und es unentschieden ausläuft. Viele Gilden haben sich dann einfach zusammengeschlossen und haben dann gesagt, wir machen einen Liberation-Vertrag und haben uns alle lieb, gehen mit 17 Gilden in eine Region und machen da einfach mal ein bisschen gemeinsames Kuscheln und gegenseitig duellieren, aber niemand gewinnt irgendwas, sodass alle 17 Gilden und alle Member diese mittlere Belohnung bekommen haben, nämlich wenn es unentschieden läuft. Das waren 500 Millionen pro Spieler, das ist krass. Aufgrund dieser Muschi-Aktion wurde das Ganze geändert in ein Punktesystem. So werden nur noch die Gilden und Gilden-Member belohnt, die meisten Punkte haben. Diese Punkte setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen. 100 Punkte pro 1% verbleibende Haltbarkeit von eurem Nexus, 2 Punkte pro getöteter Gegner, 1 Punkt pro Todesfall. Darüber hinaus gibt es noch Punkte für die übrig gebliebenen Objekte, die ihr aufgebaut habt. Zum Beispiel 20 Punkte für Barrikaden, 800 Punkte für befestigte Flammentürme oder 400 Punkte für das Vorratslager. Je nachdem, wie viele Punkte die verschiedenen Gilden gesammelt haben, gibt es dann jetzt unterschiedliche Belohnungen. Es gibt nicht mehr drei Belohnungstypen, sondern es gibt inzwischen 8 verschiedene Belohnungen. Die Gilde mit den höchsten Punkten bekommt auch weiterhin die beste Kiste, nämlich 2 Millionen in Silber, 1000 Urgeistaub, 100 Cronstones, 84 Medaillen, 3 normale Loot Scrolls und 3 krasse Loot Scrolls, die sich nochmal mit den Loot Scrolls decken. Die Belohnungsboxen der nächsten Stufen variieren lediglich nur noch in dem Silber, das sie erhalten. Die Anzahl der Medaillen bleiben fast immer gleich, nämlich 36 Medaillen. Platz 2 bekommt also 36 Medaillen und 700 Millionen, Platz 3 600 Millionen, Platz 4 500 Millionen, Platz 5 400 Millionen und Platz 6 bekommt 300 Millionen. Darüber hinaus bekommen alle Gilden, die nicht Platz 1 bis 6 geworden sind, aber ihr Nexus immer noch bestehen bleibt, bis zum Ende des Krieges einmal 250 Millionen und ebenfalls 36 Medaillen. Und die Gilden, die ihren Nexus schon verloren haben, bekommen lediglich noch 150 Millionen und 10 dieser Medaillen. Wie findet ihr die Änderungen bezüglich der Live-Skills? Wie findet ihr die Änderungen bezüglich des Siege Wars? Teilt eure Kommentare gerne mit in den Kommentaren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Die sind kostenlos, Support ist kein Mord. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder Stream. Wie immer, alle Links unten in der Beschreibung.